Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Dragon Ball! Wir sind Son Gohan, der kleine Bengel. Und wir müssen zum Oberältesten, um herauszufinden, wie man Shenlong ruft, den Namekianischen. Ich meine, es ist ja nur logisch, dass man das vielleicht auf der Heimatsprache der Namekianer vielleicht versucht, aber scheinbar ist es doch nicht so logisch. Krillin, da ist jemand. Moment mal, diese Stärke. Das ist Dende. Wer hätte es gedacht? Dende, Krillin, Son Gohan, was macht ihr hier? Krillin? Naja, wir haben endlich alle Dragon Balls zusammen, aber wir können nichts mit ihnen anstellen. Also dachten wir uns, dass wir zum Oberältesten gehen und ihnen fragen, was zu tun ist. Dende? Ich wusste es, das ist perfekt. Der Oberälteste hat mir gesagt, dass ich euch suchen und sagen soll, wie man die Dragon Balls benutzt. Man kann sich erst dann was wünschen, wenn man es auf Namekianisch gesagt hat. Wer hätte es gedacht? Namekianisch? Das erklärt wohl, warum es nicht geklappt hat. 1+. Dende, wir müssen uns beeilen. In dem Oberältesten bleibt nicht mehr viel Zeit. Freezer könnte jetzt schon auf dem Weg hierher sein. Clean, okay. Ach ja, was ist mit Vegeta? Er hat gesagt, dass er sich ausruhen würde, oder? So, Gohan? Ja, er schläft wahrscheinlich noch. Krillin? Gut. Wir müssen auf dem Rückweg besonders vorsichtig sein. Ja, versuchen wir das mal. Krillin? Geschafft. Also, wie sieht es mit Vegeta aus? Er sieht auch sehr geschafft aus. Son Gohan, er schläft noch. Krillin, er hat in letzter Zeit ziemlich viel gekämpft, nicht es, er. Das ist unsere Chance, ihn hier zu lassen und unsere Wünsche zu bekommen. Wir müssen die Dragon Balls an uns nehmen und dann hier verschwinden, ohne ihn aufzuwecken. Klar, sag das in dieser Lautstärke bitte genau neben Vegeta, dann hört er es auch nicht. Selbst wenn Shenlong ihn wecken sollte, müsste uns noch genug Zeit bleiben, wenn wir es weit genug weggeschafft haben. Okay, offenbar weiß Vegeta gar nicht, dass wir hier sind. Son Gohan? Ja. Was? Da kommt jemand, er ist extrem schnell. Krillin, was? Was? Das ist Freezer! Beeilung, Dende! Tu, was du tun musst, damit wir unsere Wünsche bekommen. Er hetzt doch den Jungen nicht so. Okay. Taka Popo Poco Popo, was? Sie leuchten. Ah, wie schön. Ich würde gerne Namekianisch können. Doko Popo Popo Goko. Okay, Shenlong hat gut trainiert, war im Gym. Ja genau, bei denen sind es 3 Wünsche, ne? Genau, 3. Die im Namen seiner Möglichkeiten liegen. Ram. Auch komisch, ne? Auf Namekianisch muss man ihn rufen. Aber er redet auf der Erdlingensprache zu denen. Müsste Dende nicht ihn eigentlich so als Übersetzer dienen? Ich feiere die Sprache. Nani?
Er ist ja egal, ne? Solange die sich Gott zurückwünschen, dann kommt halt der Shenlong der Erde wieder und dann müssen sie halt 4 Jahre, glaube ich, war das? Waren das 4 Jahre? Bis die Dragon Balls wieder aufgeladen sind? Easy peasy. Man merkt, Piccolo hat studiert. So ein schlauer Einfall, den hätte niemand anderes haben können.俺の仲間だという連中を殺した。フリーザってやつと俺は戦いたい。俺はここで遥かに力を増した。必ずそいつを倒してみせる。その星に俺を呼ぶんだ。わかりました。ピッコロさん。頼んだぞ。3つ目の願いは好きにしよう。 ステップ。地球にいたピッコロっていうナメック星人を生き返らせるよう頼んでくれ。はい、ピッコロさんですね。テトラプとホットピッコロ、プピネロパピモポソ。プピネロポピポ。クーリプーポ。ふやきりご。ウオトク、ホラクサ、ペロプッポ。ペロポポ。 Wieso kann der Shenlong nicht auch genauso reden? Warum muss er die irdische Sprache beherrschen? Piccolo me, iki na koto kangae otta mon da wai. 2つ目 no negai wa ima ikikaerasete moratta Piccolo san wo kono Namekusei ni warp sasete kudasai. Hai. Telmobara, Akkorol, Steno Nipiro. Piccolo, das ist also Namek, die Heimat meines Volkes? Keine Ahnung warum, aber der Planet wirkt irgendwie vertraut. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um emotional zu werden. Ich muss Son Gohan und die anderen finden. Ich meine, Son Gohan hat ja selber gesagt gehabt, dass diese Region genauso aussieht wie die Region, wo die beiden jahrelang trainiert haben. Also ich schätze mal, die hat er sich halt instinktiv so gesucht. Ich spüre eine gewaltige Energie in der Ferne. Das muss dieses Monster Freezer sein. Ich spüre 3 gigantische Kräfte in der Nähe. Das müssen Son Gohan und die anderen sein. Boah, also hat er einen guten EP-Boost gekriegt jetzt gerade. Na, bist du auch wach? Vegeta, ich dachte wirklich, Freezer wäre auf dem Weg hierher, aber was zum Teufel ist hier los? Warum ist es draußen dunkel? Auf diesem Planeten gibt es keine Nacht. Ja, das würde mich aber auch mega nerven, wenn es keine Nacht geben würde. Du bist ja die ganze Zeit... Hast du die ganze Zeit Sonne in der Fresse. Was zum Teufel ist das für ein Monster? Die Dragon Balls und diese Deppen sind verschwunden. Dieses Vieh muss der Drache sein, von dem die beiden geredet haben. Ich fass es nicht. Sie haben mir die Dragon Balls vor der Nase weggeschnappt. Sie sollen verdammt sein. So, last but not least. この星に呼んでくださいって言っただけですから、どこかの場所に、ここへ来て欲しかったのですか。そんな、はあ、ベジータ様を出し抜きやがったな。許さんと、愚か者め。
フリーザを倒すにはこの俺を不死身にするしかなかったんだ。Ja, nicht nur wenn du unsterblich bist, ne? Also wenn Krillin unsterblich wäre, dann würde Frieza auch irgendwann zu Tode nerven. So ich so kite anshin shita ze. Sa, kono ore o furoufushi ni shiro. Frieza mo soko made kite iru zo. Mitsume. Saigo no negai wa mada ka? Wünsche Snickers. Dede, so ich no negai o kanaete yare. Kuyashii ga, sore shika ima no pinchi o shinogu honhou wa nai. Nö, also Piccolo hat nicht gesagt, dass er Frieza besiegen könnte. So, mach doch Piccolo einfach unsterblich, dann wird Gott auch nicht sterben. So, kleine Idee am Rande. Ach ja, genau, der Alte ist jetzt gestorben. ドラゴンボールがあんな一死に最長老様が亡くなられたのです最長老様にとうとう寿命がなんだと俺の不老不死はどうするんだそれは Freezy Pop. Frieza! Jatte kremaschta, ne, Minasa. Joku watashi no Furofushie no Yumeo. Mioto ni uchikudaite kremaschta. Er weiß ja nicht, dass die Dragon Balls auf der Erde existieren jetzt. No hanno ga arimasen, ne? Anata tachi ga koroshitan desu ka? Dou yatta no ka wa shirimasen ga. Kore wa chotto igai deshita yo. Sore ni shitemo. あと一息のところでドラゴンボールが石ころになってしまうとはベジータさんには残念でしたが私はもっとでしょうか Aber können die Dragon Balls überhaupt unsterblich machen? Oder liegt das vielleicht einfach nicht in der Macht des Drachen? 初めてですよこの私をここまで苔にしたおバカさんたちは許さん絶対に許さんかもしれないなじわじわとなぶり殺しにしてくれる一人たりとも逃がさんぞ覚悟しろ Hey, wie so ein Kind, was man den Lutscher weggenommen hat. そんな なんて気だ勝てるわけ当たり前だたった3匹のアリが恐竜に勝てると思ったのか勝てる俺とこいつらの3人で戦えばなんとか勝てるぞこいつらの戦闘力はどんどんと上がっているしかもチビの方はまだ底力を秘めてやがるそしてこの俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつあるよくそんな大ボラが吹けますね。スーパーサイヤ人などと。あ、wer zuletzt lacht, ne? 大ボラなんかではない。確信だ。今の俺たちなら変身したお前にも勝てるはずだ。変身？変身って何だってんだよ、ベジータ。宇宙人の中にはごくたまに必要に応じて姿を変えるやつがいるんだ。カムフラージュのためや平常時に余計なエネルギーを消耗させんためにな私の場合は違いますよパワーがありすぎて自分でもうまくコントロールできないからですなんだって恐れるなハッタリだそこまでは変わらんそうでしょうかサイヤ人の住む惑星ベジータを攻め込んだ時王と戦った場合も全く変身する必要もなく勝ってしまいましたからねベジータさんあなたのお父さんも
大したことありませんでしたね。そんなことでいい気になるなよ。俺は王の力などガキの頃にもう超えていたんだ。サイヤ人の星はあいつに滅ぼされたのか。さあ変身しろフリーザ。今すぐ変身して正体を見せやがれ。いいだろう。そこまで死ぬなら。ist das eigentlich seine Haut oder hat er einen Schlüppi an? よーく見ておきなさい。めったに見られるものではありませんからね。Ach krass. Ich dachte, der kämpft erst in seiner Kinderform kurz einmal gegen die und transformiert sich erst dann. こうなってしまったら前ほど優しくはないぞ。何しろ力があり余ってるんだ。戦闘力にしたら100万以上は確実か。2 Transformationen fehlen noch。情けない面だぞベジータ。どうやらここまで強くなってしまうとは想像外だったらしいな。おのれ。さてドイツから地獄を見せてやろうか。決めた。Alles gut, das war jetzt nicht das letzte Mal. Gut, Freezer. So, wir müssen jetzt echt gut zusammenarbeiten. Das ist ja gut reingetiert. Mann, Vegeta, hilf doch mal mit hier. Das sieht doch gut aus. Freezer ist gar nicht so stark, wie er tut. Schwächling. Freezer, wirklich verblüffend. Dein kleiner Angriff hat tatsächlich wehgetan. Aber du hast keine Chance gegen mich. Du hast mich nur noch wütender gemacht. Vegeta, es bringt nichts, verdammt. So viel zu unserem Plan. Piccolo, diese Energie hat noch weiter zugenommen. Freezer scheint also endlich losgelegt zu haben. In der Nähe befindet sich Energie. Ach ja, genau, die beiden haben jetzt gleich ein inniges Verhältnis. Der sieht aus wie ich. Muss ein Namekianer sein. Du bist also der Namekianer, von dem die Erdlinge geredet haben. Ihr Wunsch wurde erfüllt. Schön für Sie.
Er hat ja gar keinen Bock mehr. Piccolo, du scheinst einiges darüber zu wissen, was hier vor sich geht. Er hat ja auch hier mitgekämpft, so. So ist nicht, ne? Dann weißt du wahrscheinlich auch, dass diese Energie mich darum gebeten... Warte nochmal. Dann weißt du wahrscheinlich auch, dass diese Erdlinge mich darum gebeten haben, ihnen zu helfen. Und nicht mich mit... Und nicht mich mit Einheimischen zu unterhalten. Tut mir leid. Aber du bist auf dich allein gestellt. Ich habe zwar keine Ahnung, was du für ein Training absolviert hast, aber du bist unglaublich stark. Schade, dass es nicht reicht. Du hättest es vielleicht sogar mit Freezer aufnehmen können, wenn du dich wieder mit deiner anderen Hälfte vereint hättest. Nani? Du meinst, dass ich gegen Freezer eine Chance hätte, wenn ich wieder mit Gott fusionieren würde? Willst du mir das etwa sagen? Nein, du sollst mit Krillin fusionieren. Hast du ihm nicht zugehört? Ganz genau. Ich hatte gegen Freezer keine Chance, aber ich weiß jetzt, wie stark er ist. Ich werde mich auf keinen Fall wieder mit diesem vertrockneten Trottel zusammentun. Außerdem geht das gar nicht. Dann fusionier doch mit mir. Oh, da kommt die innige Bindung. Wenn du das tust, wird sich deine Stärke mindestens verzehnfachen. Was? Ich soll mit dir fusionieren? Uns bleibt nicht viel Zeit. Mir bleiben nur noch wenige Augenblicke. Dein Geist wird immer noch dir gehören. Schnell, leg deine Hand auf mich. In Ordnung, ich tu's. Lass Freezer leiden für das, was er unserem Volk angetan hat. Oh. Das habe ich fest vor. Das ist so unwirklich. Diese Kraft, einfach unfassbar. Das hat er also gemeint. Bin schon unterwegs, Son Gohan. Nail. Gut. 29, wir sind immer noch nicht so gut wie Vegeta. Aber, ich trinke mal einen Schluck. Können wir hier irgendwas verbessern? Das wäre natürlich richtig gut. Den Blitzhieb können wir verbessern. Mhm. Können wir auch schon auf Stufe 3 machen. Effekt bleibt nach dem Erhalten aktiv, erhöhe Trefferanzahl für Nahkampfkombos. Das nehmen wir doch auch mit. Das müssen wir im Training machen. Explosionswelle wird auch hochgemacht. Was haben wir hier? Spezial-Höllenspirale wird auch hochgepumpt. Was haben wir hier? Schnellfeuer-Kiewelle. Alles, was geht. Dann machen wir noch ihn hier. Den hier. Den hier. Und last but not least, ihn hier. Schnellfeuer-Kiewelle, Explosionswelle. Bla bla. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Oder? Ja, würde ich sagen. Gut. Wir können jetzt seit langem mal wieder uns frei bewegen. Also das Spiel ist echt irgendwie 80% Story, 10% Fliegen, 10% Kämpfen gefühlt. Oder 15% Fliegen, 5% Kämpfen.
Ein reines Story-Game irgendwie. Ganz kurz einmal warten, damit wir hier wieder ein bisschen Key kriegen. Key kriegen. So, jetzt komm hier. Oh. Sind das etwa Affenhände? Als ob sich Vegeta in der damaligen Zeit für ihn interessiert. Nani? Sensubone? Oder wie die Dinger heißen? Das ist doch keine Kaioken. Vegeta, immer da! Kogekiste Grad! Ja, schalten. Aktiv angreifen. Ach ja, genau, Dende ist ja ein Heiler, stimmt. Stimmt, dabei was. Ja, schon echt sick, wenn man so einen Heiler im Team hat. Ja, Vegeta, geh mal hin. Was denn da, Vegeta? Ano Namek-Seijin no Gaki ni anna nōryoku ga atta koto o naze damatte yagattan da? Ore tachi datte shiranakattan da. Shitte tara Goku mo tokku ni naoshite moratte ta sa. Odoroita yo, Dende. Und Freezer chillt da jetzt einfach so. Kanbatte. Ich meine, in der Zeit hätte Krillin auch angreifen können. Jetzt machen die ein Kaffeekränzchen. Saiyajin no chi o hiite ru dake atte, fukkatsu shita ra sentōryoku ga gun to appu shiyagatta. Yoshi, honno wazuka dake, un ga muite kiyagatta kana. Das hat nicht für ein Level abgereicht. Freezer, unglaublich. Dieser kleine Trottel war so gut wie erledigt. Da bin ich mir ganz sicher. Vegeta, da kommt was. Piccolo! Son Gohan, Mr. Piccolo! Piccolo, tut mir leid, dass ich euch habe warten lassen. Vegeta, ausgerechnet dieser Freak, den wir auf der Erde getötet haben, muss hier jetzt auftauchen. Dieser Nichtsnutz wurde mit den Dragon Balls wiederbelebt. Was für eine Verschwendung. Piccolo? Tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen, aber eins will ich mal klarstellen. Ihr seid als nächstes dran, sobald ich Freezer erledigt habe. Freezer? Da will also noch so ein jämmerlicher Namekianer sterben. Piccolo? Zurück, ich kämpfe allein. Son Gohan? Was? Hä? Vegeta, viel Spaß bei deiner Beerdigung. Du hast ja keine Ahnung, mit was du es da zu tun bekommst. Aber gut, mach ruhig. Und auf geht's. So, das erste war, glaube ich, hier so ein Kampfmoppet. Das hier ist... Oh, schade. Oh, ausweichen. Ja, da muss ich ja schon sagen, so. Diese Saiyajin-Sachen, da, das ist schon echt gut. Wenn man am Rande des Todes ist, so einen übelsten Power-Up zu bekommen. Mann, ey. Wieso weichst du auf meiner Höllenspirale aus? Das ist nicht fair.
So, komm hier, mach mal hier so einen Dämonenblitz. Dann geht's hier noch einen höher. Und noch einen höher scheinbar. Ach, Alter, du. Also diese Höllenspirale, ne? Die trifft ja nie. Okay, jetzt gerade hat sie getroffen. Gebrochen, wir sind gebrochen. So, jetzt komm her hier. Jetzt gibt's ja aber mal ein paar auf die Presse hier. Oh, und noch ein. Und noch ein und noch ein und noch ein und noch ein. Easy Kill. Aufstieg, Level 30. Ein unter Vegeta. Und jetzt kommt wieder 100 Jahre Story. Krillin! Wahnsinn! Er kann es wirklich mit Freezer aufnehmen. Vegeta, nein! Er ist sogar noch besser. Son Gohan, wow! Ich wusste doch, dass Mr. Piccolo das schafft. Ich sehe, wie gut er ist. Freezer! Entschuldige mein Gerede von vorhin. Ich habe dich unterschätzt, aber ich befürchte, du hast dich trotzdem übernommen. Jetzt zeige ich dir meine wahre Macht. Also willst du jetzt zwei Fusionen überspringen oder was? Oder eine überspringen? Tja, dann mache ich das wohl besser auch mal. Freezer, dir ist anscheinend immer noch nicht klar, in welcher Gefahr du schwebst. Denkst du wirklich, ich habe schon meine volle Stärke gezeigt? Piccolo, was? Freezer, du Dummkopf, dir ist wohl nicht klar, dass ich transformiert bin. Mach dich bereit für Schmerzen, wie du sie noch nie gefühlt hast. Piccolo, Transformation? Was ist das? Freezer, nun, da ich eure Aufmerksamkeit habe, werde ich auch euch jede Hoffnung rauben. Mit jeder Transformation werde ich wesentlich stärker. Und trotzdem habe ich hiernach noch zwei weitere Verwandlungsformen auf Lager. Ihr wisst, was das heißt, oder? Piccolo, das kann nicht dein Ernst sein. Vegeta, nein. Gohan. Er hat noch zwei weitere Formen? Was? Freezer, mach dich bereit. Ihr habt das große Glück, mich als Erster in meiner nächsten Form zu Gesicht zu bekommen. Freut euch. Die Freude ist groß. Gohan, Mr. Piccolo, ich werde auch kämpfen. Du machst wohl Witze, Krillin. Vegeta, nein, du vergeudest deine Zeit. Du musst mich an den Rand des Todes prügeln. Sofort. Was? Ja, das ist schon echt sick so. Saiyajin, wenn du da an den Rand des Todes kommst und dann einfach irgendwie Stärkeboost kriegst davon. Ich finde echt, dass das so die hässlichste Transformation ist, die Freezer besitzt. Ich würde mal gerne wissen, auf welchem Power-Level er jetzt ist. Aber sein Schweif hat es ihm immer noch nicht zurückgebracht. Ach Mann, die Spirale hat... Top. Ist immer noch nicht in ihr Ziel geflogen. Ich feiere die. Also das ist echt, also wenn man keine Ahnung hat, was man machen soll, muss man das machen. Ey.
Oh, danke. Bup, 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 bup. Er ist aber auch strong. Ja, Son Gohan. Aufstieg. Piccolo, Son Gohan. Alle werden besser. Vegeta. Vielleicht begreifst du es jetzt, wie mächtig wir Saiyajin werden können, wenn man uns an unsere Grenzen bringt. Worauf wartest du noch? Ich werde stärker, wenn ich verwundet bin. Du musst es tun. Mit Hilfe dieses heilenden kleinen Namekianers bin ich sofort wieder auf den Beinen, egal was du tust. Ich würde dich ja wirklich gern grün und blau prügeln, aber ich kann es nicht. Ich meine, Son Goku kann jede Sekunde zurückkommen. Kakarot wird nicht stärker. Er ist ein Verlierer. Okay. Sag das mal in ein paar Jahren nochmal. Frieza, ich könnte euch zwar auch schon in dieser Form mit Leichtigkeit die Lichter ausblasen, aber ich frage mich, ja, ich glaube, ich werde euch meine furchterregendste Form präsentieren, bevor ich euer armseliges Leben beende. Wie großzügig. Vegeta, das ist unsere Chance. Schnell, tu es. Was? Gut, das müsste klappen. Son Gohan, los, du musst hier weg. Oh, in Ordnung. Ja. お前も僕の仲間をたくさん殺した。そんな奴は直せない。僕はあの人を助けてくる。大丈夫ですか？ すまない。助かった。 Jetzt tut er so, als hätte er die Saiyajin studiert, als hätte er das gewusst. Dabei hat er es auch erst gerade erfahren. Ich glaube, mich würde das richtig am Bein nerven, weil dieser, er hatte dieses eine Fetzen, dieses Stückchen da noch am Bein von der Hose. Das würde mich anders abfangen, glaube ich. Als ob das ihn jetzt so ein Power-Up gegeben hätte. Wie er denkt, dass er ein Super Saiyajin ist, feier ich. Wie heißt Freezers Rasse eigentlich? Weil es gibt ja dann später, Achtung Spoiler, ja dann noch den goldenen Freezer. Ist ja dann auch so eine Art Super Freezer. Aber ich meine, er heißt ja Freezer und seine Rasse heißt ja nicht Freezer. お前たちを助けられそうもない。
Klar, erstmal den Heiler ausschalten. Easy Kill. Ist dir schnell aufgefallen. Jeder wurde einmal geheilt und jetzt hast du es gemerkt. Ah, das ist so eine Augenweide. Level up, level up, level up. Freezer, ich hab dir doch was versprochen, nicht wahr? Ich sagte, du würdest ein Grauen verspüren, das du noch nie zuvor erlebt hast. Piccolo, sein Tempo ist Wahnsinn. Vegeta, das ist also Freezers wahre Form, aber ich werde nicht verlieren, nicht in diesem Zustand. Gut. Finale Form des Herrschers. Da würde ich sagen, machen wir jetzt hier einen Break. Kann Freezer noch ein bisschen länger warten und seine Form präsentieren. Und dann würde ich sagen, haut rein und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.